Was geht ab, Freunde des Baldsports? Und willkommen zurück zu FIFA 19, The Journalist Champions und mit dem Spiel in Tokio mit Danny Williams Debütspiel. So, sind wir ganz gespannt. Wir haben uns ja in den Kader reinschießen können. Wir sind natürlich mit Teamspielen sowieso, wir sind natürlich nicht gerade der Beste, wie wir gerade sehen in den Game. Aber das soll uns nicht daran hindern, ein paar Tore zu schießen. Wir werden das ganze Spiel zeigen. Hören uns Kurse an mit stolzer Brust und neuen Tattoos. Ab geht's. Geheimaufgabe. Okay. Ziehen uns das Ganze drumherum mal rein. Ich denke, Tokio isst man ja auch nicht so oft. Wolf Fuß und Frank Buschmann melden sich für Sie heute aus Osaka und damit willkommen Amerika, Mexiko. In Japan, letztes Spiel der Vorrunde und ich glaube, das könnte eine richtig interessante Partie werden. Ja, ja. Stimmung ist da, Fans gehen ab. Leute. Ja, noch mal das ein oder andere auszuprobieren in taktischer und in personeller Hinsicht. Wir sehen es aber richtig groß, wa? Boah, die Stimmung. Hört euch das mal an, ich bin mal ruhig. Das Sweeter City Football Chloe heißt in die Heimat von Gamba Osaka. Corona. Und Wolf, Tradition leckeres Bier. Her. Das alte Stadion war einfach nicht mehr zeitgemäß mit seiner Laufbahn und dem fehlenden Dach. Wir sind auf jeden Fall schon mal der Größe auf dem Platz. Da muss er stellenweise tief runterblicken, der Williams. Liverpool, Anfield Road und mittendrin ein Deutscher, Buschi. Ja, was ist das hier für eine Aufbruchstimmung, seitdem Jürgen Klopp das Team übernommen hat? Da hat die Leute auf jeden Fall recht. Kloppe und die Reds, das passt. Und hier wird uns ihre Aufstellung präsentiert. Kurzer Blick auf die Formation. Oh. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Schade, Schokolade. Abseits. Und hier haben wir die Aufstellung. Williamson muss präsent sein vorne. Kurze Einschätzung zu ihrer. Wir müssen Kloppo zeigen, was du drauf hast. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Peralta. Und damit ist der Ball weg. Robertson. Van Dijk. Klein. Ah, schade, schade. Da wollte ich ihn tief reinspielen. Schöner Pass. Oh mein Gott, was war das denn? Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Williams. Muss er besser köpfen. Das könnte die Chance werden. Super dazwischen gegangen. Hand. Aber egal. Zählt trotzdem nicht. Oh. Man merkt, ich muss noch hier und da meine Taktik. Mohamed Salah. Williams. Überdenken, wie ich mit den neuen FIFA umgehe. Ibarra. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Oh mein Gott, was war das denn für ein Rückpass, ey? Philipp Bernhard. Ja, der Lau. Shit. Ein Tick zu hart. Jetzt Ibarra. Rodriguez. Okay, es wird doch nicht so ein Durchlaufen, was ich vermutet habe, was es hätte werden können. Sie bieten sich an. Oh! Williams, der muss fester kommen. Lassen wir uns mal ihn ein bisschen einspielen. Gaio. Blicken wir auf Danny Williams. Das ist so ein Spieler, aus dem eigentlich kaum einer richtig schlau wird. Ist das jetzt ein Riesentalent oder wird der Schuss Außenposten? Boah, jetzt können sie erstmal durchatmen.
geile Chance auf jeden Fall, dass er den noch überhaupt aufs Tor kriegt. Wahnsinn. Wollen sie gerade über ihn ablästern und da hat er Chance, die eigentlich gar keine mehr war. Williams am Ball. Mané. Williams. Han. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Er versucht's. Oh. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, hat er recht, nicht nachlassen. Ja, wir müssen mal mit Mané oder so ein Tor schießen, damit die ganze Kiste hier mal ein bisschen entspannter wird. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Komm. Er kann nicht fummeln, Herr Williams. Das ist ein tolles Turnier hier in Japan. Perfekt organisiert, Stimmung großartig. Man merkt, die Fans nehmen dieses Turnier klasse an. Die Teams sind motiviert. Ich glaube, von solchen Wettbewerben können alle nur profitieren. Es gibt ja durchaus Kritiker. Manche sagen, was bringt das, die Spieler quer durch die Welt zu schicken. Die sollen sich lieber auf die Form... Da kommt der Pass. Oh mein Gott. Gut verteidigt. Ach, was mache ich? Köpfchen zur Ecke. Ball im Haus, das gibt Ecke. Hätte ich mir sparen müssen. Der Ball kommt rein. Torwart? Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Abseits? Ah, nee. Oh. Super rausgeholt, den Kopfball. Da unten steht einer. In den Startlöchern. Fabinho. Robertson. Okay, er wurde gefoult. Shit. Das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt gelb. Ja, komm. Das war jetzt auch nicht. Aufpassen. So, das große Ding. Ja. Oh. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Die Chance war da. Schon mal nicht schlecht von mir. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Der erste hat echt erbärmlich gespielt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Super Pass. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Anderson. Williams. Er schießt von weit. Ach, was war das denn? Ja, und nicht? Da hat er sich vielleicht doch etwas zu viel vorgenommen. Die Entfernung war zu groß. Hä? Wo geht denn da keiner hin? Oh, shit. Peralta. Philipp Bernard am Ball. Williams. Schöner Pass von Williams. Da ist die Flanke. Oh. Den Ball weg. Klasse. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Tja, Abwehr ist wieder da. Das war's mit dem Konter. Da waren sie zu langsam. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Soll Williams dann machen? Alleine vor 4? Da machst du nix. Sonst hätten wir da gerne den Konter mitgenommen. Stürzen wir uns also hinein, gemeinsam, in Hälfte 2 in diesem ersten Gruppenspiel. Mir persönlich hat die erste Hälfte sehr gut gefallen, gerne mehr davon. Ach, herrje. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Jetzt kann er die Flanke bringen. Hereingabe jetzt. Oh. Nein, doch nicht, die Flanke kam nicht so gut rein. Jetzt hat er den Ball. Da versuche ich zu viel, den Williams mit einzubeziehen. Torwart? Oh mein Gott, was macht der denn? Er ist wahnsinnig geworden, der Torwart. Wie siehst du den heutigen Auftritt von Sadio Mané bislang? Wenn ein Mann von dieser Klasse so schwach spielt, dann hast du es als Mannschaft schwer. Sehen wir auch am aktuellen Ergebnis. Shit. Nur Remy. Ibarra. Ganz einfach an den Ball gekommen. So, jetzt müsste der Zeitpunkt kommen, wo ich einfach nur drauf losspielen sollte, anstatt auf irgendeinen zu gucken. Da kommt der Pass auf außen. Ach. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Paul Aguilar. Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Kommt, Jungs. Guter Aufbau. Ruhig.
Guter Aufbau. Und da kommt er an den Ball. Mané. Komm, Mané. Schöne Aktion. Abseits. Shit. Ist wohl ein Tick zu früh gestartet. Williams bekommt die Unterbrechung und wechseln beide. Hol mindestens zwei Chancen raus. 7,7. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da kommt der Pass. Auf Mané. Steil gespielt, gute Idee. Oh mein Gott. Was ist da passiert? Peralta. Den Hallo. Kann ganz alleine machen, aber da wird er aufgehalten. Naby Keita. Mané. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Mann, 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 Williams. Warum habe ich schon wieder auf dich geachtet? Naby Keita. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Mohamed Salah. Die Chance. Und den hält er fest. Gut gemacht. Naby Keita. Jetzt Williams. Jetzt Bernard. Oh nein. Was die Führung. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ja. Philipp Bernhard. Und er schießt. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Gut. Mohamed Salah. Da kommt die Flanke. Nein. Geforstet. Naby Keita. Danny Williams. Och, was er macht. Ja, da wäre es beinahe passiert. Das war wirklich knapp. Ach, einmal für die auch noch. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Das war gar kein Pass, aber egal. Ja, Wolski! Endlich das Tor. Ja, ja, ich sehe. Mein Gott. Angerannt, vergeblich. Und jetzt natürlich nach diesem Treffer Riesenjubel. Puh. Danny Williams, 80. Minute erst. Aber dann das Tor. Rodriguez. Komm, Mané. Williams am Ball. Ach. Der ist ein bisschen komisch am Ball. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Hier ist noch alles drin. 5 Minuten sind noch zu gehen. Robertson. Mané. Naby Keita. Keita! Oh. Richtig! Den Ball hat er sicher. Die 7-7 haben wir auf jeden Fall. Ibarguen. Klasse Zuspiel. Ball geht in Wohin ging er denn? Super Aktion, gut geklärt. Peralta. Ibarguen. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Williams. Fabinho. Das ist es vielleicht. Oh. Der Versuch aus der Distanz. Das war knapp. Oh. Ja, das der war nicht schlecht. Da muss ich ihm recht geben. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung.
Ja, Wolski. So, Liverpool holt ja, Wolski. Den Sieg in diesem Spiel und damit ist man im Finale dieses Turniers. Es ist zwar nur ein Vorbereitungsturnier, aber die Mannschaften nehmen das ernst. Wolfsburg, das ist eine glücklich drum, dass es geklappt hat. Dass es geklappt hat. Ich habe alles geschafft. Ta-ta-da-ta-ta-da, das ist gut für Williams. Für unseren lieben Danny. Er ist ja nicht gerade der Beste. Somit kann er sich direkt beim Kloppo gute Karten holen. Ding, 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 ding. Schauen, was jetzt kommt. Ob wir noch ein Interview führen dürfen oder ob er. Ja. Der hat aber die Sachen nicht an und so, die ich ihn angekleidet habe. Wie ich ihn angekleidet habe. Oh. Was kommt jetzt? Ich habe gedacht, Party oder so. Was soll denn das für eine kurze Einblendung? Okay. Okay. Ja, denn, liebe Leute. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschalten. Support das Ganze, das wäre noch ganz nice von euch. Würde mich tierisch drüber freuen. Ich finde dieses Projekt einmalig. Ich hoffe, ihr auch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.